Willkommen zum Talk Mathe für Hacker von Michael Sperber. Dieser Vortrag wird von Englisch nach Deutsch übersetzt von Castor und Kalo. Ihrer Feedback bitte unter dem Hashtag #Trilingo auf Twitter oder Mastodon. Wir hoffen, euch gefällt der Talk. Michael hat mal Mathematik studiert, aber hat sein Studium nicht fertig gemacht und willkommen, ich bin hier, um euch alle zu begeistern für Mathe-Bäcker. Und du könnt ein ganzes Leben hacken, ohne dass ihr irgendwas mit Mathe machen müsst. Und für viele von euch, es geht um es geht um unerwartete Dinge in Software und oft ihr könntet unerwartetes Verhalten ein unvermeidbarer Teil der Softwareentwicklung, weil das so ein komplexer Prozess ist. Aber mit kritischer Infrastruktur wie OpenSSL, die Software soll wirklich korrekt funktionieren und unerwartete Verhaltensweisen ist eine etwas über Korrektheit und Mathe macht viel mit Korrektheit über und Wahrheit über Beweise Beweise brauchen oft viel Zeit und Arbeit und du brauchst oft viel mathematische Intuition und normalerweise und jetzt brauchst du das hier nicht. Und ich spreche jetzt über Mathe als eine Sprache und es ist keine neue Idee, es ist hunderte Jahre alt hier, ist ein Zitat von Galileo und dass er sagt, die Welt kann nur in der Sprache von Mathematik beschrieben werden und verstanden werden. Ich möchte betonen, dass Mathematik modelliert die Welt nicht direkt, aber durch den Umweg über unsere Wahrnehmung. Mathematik ist ein Konstrukt, damit unser Gehirn die Welt um uns versteht. Also es ist auch ein soziales Konstrukt. Wir brauchen Mathe eigentlich auch nur, um zwischen verschiedenen Menschen zu kommunizieren. Und das ist wirklich, wo der Wert von Mathe herkommt. Und Software ist halt auch ein Bild der Wahrnehmung unserer Welt, zumindest nützliche Software. Und ein nützlicher Teil von Mathe für Hackers sind zum Beispiel Gleichungen, zum Beispiel sowas hier, x plus 2 ist 6, die nächste Gleichung, x ist eine Variable, und hier wir haben zwei Variablen, x und y, 2x plus 2, y minus 2 gleich 0, das ist eine quadratische Gleichung, hat mehrere Lösungen, und am Ende haben wir eine Gleichung, welche eine Funktion beinhaltet. F von 5 plus F von 7 ist 70. Und wenn du so Funktionen gibt es auch in Software. Also vielleicht können wir mathematische Funktionen nutzen, um Softwarefunktionen zu beschreiben. Wir können da durcharbeiten hier. Da ist eine Funktion, die ist eine äußere. Es ist Y genannt und sie wird zu 7 initialisiert. Und wenn wir F von 5 rufen, dann speichert das letzte den letzten Wert und Y nimmt dann den nächsten X-Wert an und dann F gibt dann den Wert von X mal Z zurück. Jetzt 7 mal 5 und nach dem Aufruf der Funktion, wo Y jetzt 5 ist, dann wird
der neue Wert in Zeit gespeichert, die 7, und dann haben wir die... daher kann diese Gleichung diese Funktion beschreiben, und dafür müssten wir in die Details reingehen, und das gilt auch immer nur für den initialen Wert von y, und nur wenn wir es das von links nach rechts auswerten, und Gleichungen sollten beachten diese Reihenfolge nicht, und die Funktionen sollten immer die gleichen Werte zurückgeben, und deshalb macht es das viel schwieriger. Das ist der erste Tipp von der Mathematik, dass du immer Funktionen schreiben solltest, wenn du mit dem gleichen Input den gleichen Output geben. Und ein anderer Aspekt ist die Substitution, das du wahrscheinlich kennst. Die erste Gleichung hier sagt, x ist 7, und wenn du dann eine Formel hast, wo die Variable drin steht, und dann kannst du die Gleichung into die andere reintun. Du kannst sie substituieren, jedes Vorkommnis von x substituieren mit der 7. Und dann kannst du das nutzen, um das Endergebnis rauszufinden. Und das funktioniert halt auch nur, wenn x sich nicht mit der Zeit verändert. Dann gibt die Zeit und dann gibt es noch die Substitution. Das gibt es nicht nur um bestimmte Zahlen einzusetzen, aber du kannst halt auch andere Variablen wie hier mit 2z einsetzen. Also kann man die 2z in jedes Vorkommen vom x einsetzen, und dann kann man das halt evaluieren oder einfacher machen, und das geht halt auch andersrum, und du kannst das die Gleichung auch von rechts nach links lesen, so die Reihenfolge ist egal. Das ist das Prinzip von Algebra. Wir haben Variablen, wir haben die Substitution und wir haben Gleichung. So, hier ist eine wohlbekannte algebraische Formel, eine binomische Formel. Und du habt das vielleicht in der Schule gelernt, und ich möchte mir jetzt mehr grundlegende Gleichungen ansehen, dass ihr vielleicht in der Schule auch gesehen habt. Alle diese Gleichungen haben Namen, und vielleicht denkt ihr gerade auch an die. Und ich gehe da jetzt durch und erzähle die an dem Ende. Und die erste sagt, wenn du drei Nummern multiplizierst, drei Zahlen, dann ist es egal, ob du erst die zweite mit der dritten zuerst multiplizierst oder erst die erste mit der zweiten und dann mit der anderen. Die zweite Gleichung sagt, dass ihr auch die Argumente vertauschen könnt. Und die dritte sagt, dass man Summen ausmultiplizieren kann. Also wenn ihr a mal die Summe von b plus c ist, dann könnt ihr a mit jedem einzelnen multiplizieren und es dann auch addieren. Und hier sind die Namen. Ist Assoziativität. Die zweite ist, kommt vom Verb, was vertauschen heißt, Kommutativität. Und das dritte ist über das Verteilen von der Multiplikation, so ist es die Distributivität. Die sind alle viele wichtige und nützliche Gleichungen, und die Assoziativität ist wirklich wichtig. Und Assoziativity funktioniert nicht nur für Plus, aber auch für Mal. So, wenn wir über Assoziativität reden, ihr spricht nicht nur darüber, es ist eine bestimmte Operation wie Plus und Mal, und das beschränkt sich nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf anderes, sowas wie hier sind Wahrheitswerte, Boolean-Werte. Und da ist es egal, in welcher Reihenfolge du die anordnest. Du
ihr kriegt immer die gleichen Ergebnisse. Und diese sind ziemlich primitive Werte und es geht auch mit strukturierten Werten, wie hier mit Listen. Also ihr habt Listen mit den Elementen A1, A2 bis AN. Und wenn du zwei Listen dann habt, mit der zweiten Liste B1, B2, BM. Und wenn ihr die konkateniert, was ich mit diesem Fliegensymbol angezeigt habe, und diese Zusammenfügung, die ist auch assoziativ. Und was bringt es uns, das zu wissen, dass eine Operation assoziativ ist? Das ist ein klassisches Beispiel. Eine Art, darüber nachzudenken, ist, dass man die Klammern vertauschen kann. Und wenn du die Klammern verschieben kannst, dann ist es egal, wo die sind. Und das heißt, dass ihr die Klammern einfach ganz weglassen könnt, wenn ihr eine Reihe von gleichen Operationen habt. Und wenn ihr jetzt eine riesig große Berechnung habt, die halt dadurch strukturiert ist, dass man die individuelle Berechnung ABC und so weiter habt. Und um das Ergebnis dann zu finden, müsst ihr dann diese schwarze Diamant-Operator, die damit verbinden. Und die Kombination funktioniert mit dieser Diamanten-Operation. Und wenn ihr wisst, dass die assoziativ ist, und dann könnt ihr die halt einfach zusammen nehmen, wie immer ihr wollt. Und zum Beispiel, wenn ihr dann vier Maschinen habt, auf denen die Berechnung läuft, dann kann man die halt auf die vier Maschinen aufteilen. Und die Diamanten-Berechnungen auf die vier Maschinen aufteilen und dann am Ende zusammennehmen. Und es ist egal, ob ihr es jetzt auf wie viel auch immer ihr das aufteilt. Das gibt euch also eine Freiheit in der Assoziativität und in der Berechnung. Und das ist eine klassische Big Data Abstraktion für halt solche großskaligen Berechnungen. Und ich möchte eigentlich über etwas Fundamentaleres sprechen. Es ist, wie denken wir darüber nach, über die Dinge, die in der Software passieren. Hier ist ein Ausschnitt aus einer Java API Dokumentation, was ein Oval zeichnet. Das gibt Void zurück als Typ und die Dokumentation spricht über Pixel. Und wir denken über ein Oval als ein Ding, und dann könnt ihr to the notion our mind has of an oval, right? It just flips the color of a bunch of pixels in some, you know, imagined canvas that draw oval paints on. So that's very different, right? And then the notion of having a thing that's an oval is really something that our mind reconstructs from those pixels. But that gives us a very limited sort of API for dealing with images. And you can do that differently in a way that then is amenable to algebra. So it's you can find that several places. One that's particularly accessible is, es gibt verschiedene Stellen, eine, die besonders zusätzlich ist, da gibt es dieses Racket Image Teachback Library. Die ist ein tolles System, mit dem man spielen kann. Das ist sehr zugänglich und das funktioniert sehr gut für Racket, einfach weil das auch eine listenorientierte Sprache ist, was sehr anders ist als bei C oder Java. Und im Prinzip sind die Klammern da immer um die Funktionsargumente drumherum und die Argumente sind durch Whitespace und Komma separiert. Und jetzt erstens haben wir hier eine Funktion, die heißt Circle. Die hat 50 als Radius. Das wird einfach ein Kreis malen, wie man sich vorstellt. Und die erste Sache, die man verstehen muss, ist, dass es keine Pixel zurückgibt oder malt, sondern dass es ein Objekt zurückgibt. Und dass die Racket API ist, die diese Darstellung macht, die übernimmt das für dich. Und es kann natürlich auch andere Dinge machen, es einfach in eine Datei schreiben oder. So, die erste Funktion gibt einen Kreis zurück, die zweite ein Quadrat und
Hier habe ich Outline anstatt Solid geschrieben, also das heißt, ich habe nur den Rahmen drumherum und nicht ausgefüllt. Und das letzte ist einfach ein Stern, wie man sich das vorstellt. Diese Funktionen sind alle relativ primitiv, in dem Sinne, dass sie einfache Formen darstellen aus den Zahlen und Wörtern, die wir gesagt haben. Jetzt wollen wir uns Funktionen anschauen, die Bilder verändern. Das sind drei Funktionen hier, die die Dinge nicht aus der Luft erschaffen, sondern die sie verändern. Also die erste hier ist zum Beispiel Rotate, die dreht sie. Dann ist die nächste Funktion ist Flip Vertical. Das macht, also das dreht, die spiegelt es gerade horizontal, eine horizontalen Achse. Und die zwei Funktionen ändern das Bild in gewisser Weise. Und es ist wichtig zu verstehen, man gibt ein Bildobjekt rein und man kriegt ein Bildobjekt zurück. Und das wiederum kann ich dann an andere Funktionen weitergeben. Das, was hier passiert, man kann es rotieren, so wie wir das auf der Folie vorher gemacht haben. Und dann kann man das Ergebnis wiederum an die Funktion weitergeben, die das Ganze an der vertikalen Achse spiegelt. Und was man hier sieht, ist, dass das wird erst rotiert und dann wird gespiegelt. Und das kann man jetzt verallgemeinern auf allgemeine Funktionen. Hier sind sehr einfache Beispiele. Also wenn ich hier das zweimal spiegel, das Bild, dann kriege ich wieder dasselbe Bild. Das ist genau das, was man sich intuitiv auch vorstellt. Und die zweite sagt, dass wenn ich einmal an der vertikalen und dann an der horizontalen Achse spiegel, ist es genau dasselbe, als wenn ich es andersrum mache. Das sollte ziemlich genau mit eurer räumlichen Orientierung übereinstimmen. Und jetzt wollen wir uns mal genau anschauen, wie diese Image-Aufbau funktioniert. Hier kann man besonders nützliche Gleichungen herausbekommen aus diesen Gleichungen. Die sieht man auf dieser Folie. Und das ist, man kriegt hier nicht einfach ein Bild rein, und kriegt eins raus, sondern ich gebe hier zwei Bilder als Argumente rein und kriege auch zwei wieder raus. Die erste Funktion heißt beside, also das heißt nebendran. Das heißt, ich stecke zwei rein und dann macht es das gerade zusammen. Und above macht dann halt auch so, dass das erste Argument über dem zweiten steht und das Overlay überlagert sie. Das ist im Prinzip dieselbe Form wie Listverkettung oder Plus oder Multiplikation oder ein OR, also eine logische Funktion, oder. Und der einzige Unterschied ist, dass es halt keine Zahlen oder Buchstaben nimmt, sondern dass es hier mit Bildern agiert. Das heißt, immer wo ich hier was habe, dass eine Funktion zwei Argumente hat und ein Ergebnis zurückgibt, sollte man über Assoziativität zurückgeben, das auch ziemlich übereinstimmt mit deiner Intuition. Also intuitiv nimmt man das oft an. Hier bei Overlay sollte es besonders intuitiv sein, dass wenn ich zwei überlagere, ist es nicht so wichtig, ob ich erst die oberen beiden überlagere und dann über das dritte drauf packe oder ersteren beiden überlagere und dann das oberste drauf tue. In dem Sinn ist das einfach nur eine Verallgemeinerung von dem, was man eh denkt. Und jetzt ist die Frage, was kann man daraus ableiten, wenn man eine assoziative Operation hat? Man kann Optimierung damit machen, basierend auf den anderen, auf der Tatsache, dass wenn ich zum Beispiel bestimmte Dinge habe, wie dass zweimal die Anwendung von der Spiegelung wieder das Original ist, kann man das rausoptimieren. Solche Dinge. Man kann auch vorstellen, dass man Caching einsetzt, also dass man Zwischenergebnisse zwischenspeichert. Also wenn ich so eine Baumstruktur habe, dann werde ich sehr flexibel darin sein, wenn ich Teile dazwischen einfach speichere und wiederverwende. Und das kann man dann nutzen, um die Performance hochzudrücken. Und man kann damit auch Dinge tun wie Property-Based Testing. Das bedeutet, man nimmt zufällige Werte und versucht damit, bestimmte Bedingungen zu erfüllen, die man erwartet, und damit die Korrektheit der Bibliothek zu beweisen. Und man kann es auch nutzen, um Beweise damit zu zeigen, die halten müssen für den Code, indem man Induktion verwendet.
Aber das ist, wie schon erwähnt, dieser Vortrag soll sich nicht so sehr mit Beweisen befassen. Und was ich wirklich eigentlich sagen will, oder worüber ich wirklich reden will, ist dieser Modellierungsaspekt, der mich sehr interessiert. Erinnert euch, eine der Aufgaben hier war, dass man ein Oval malt, also diese Draw-Oval-Funktion. Und wenn unser Hirn jetzt diese Funktion sieht, dann stellt er sich das vor als ein Oval und dann hier mit den konzentrischen Ringen dargestellt. Ich weiß jetzt nicht, was für dich intuitiv ist, aber ich weiß, dass es für manche Leute intuitiv ist, diese erste Funktion zu schreiben. Und diese mathematische Intuition sagt dir, dass du Bilder in Objekte verwandelst und die dann darstellst. Und man kann jetzt Mathematik verwenden, um Gleichungen hinterher daraus abzuleiten. Aber es gibt uns eigentlich eher einen guten Hinweis, wie diese API der Bibliothek aussehen sollte. Die Intuition hilft einem dabei, die richtige API zu finden. Und darüber möchte ich, über diese Sprache der Mathematik möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr reden, um jetzt die Wichtigkeit von Assoziativität und noch einigen anderen Eigenschaften darzustellen. Und bei algebraischen Strukturen hat man oft drei Mengen oder drei Elemente. Das erste ist die Menge, das sind die Objekte, auf denen man arbeitet. Dann gibt es Operationen, die man auf diesen Objekten durchführt. Und dann gibt es noch Gleichungen für diese Operationen. Das könnte jetzt alles möglich sein, Bilder, Zahlen, Integer. Und das müsst ihr euch jetzt denken hier an den Stellen. Was man hier sieht, ist, das Cross heißt, also das Kreuz zwischen den zwei M bedeutet einfach nur, dass ich zwei Inputs habe und der Pfeil sagt, dass es wieder auf M geht. Also das heißt, diese Raute ist jetzt einfach eine Operation, die auf beliebigen Elementen aus M wirken kann. Und wenn ich diese drei Dinge zusammenpacke, dann, das heißt eine einfache Operation, eine binäre Operation und eine Assoziativität, dann habe ich eine Semigruppe oder eine Halbgruppe. Und das übersetzt sich jetzt relativ direkt in Programme, ins Programmieren. M könnte man auch einfach als Typ betrachten. In einer Semigruppe, das sind alle möglichen Dinge, die wir schon kennen. Das vereinfacht einfach die Sprache und ich muss mich weniger wiederholen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die mathematische Körper der reellen Zahlen nehme, also das hier als R dargestellt mit den zwei Strichen, da habe ich eine Plus-Operation, die nimmt zwei Zahlen und produziert eine neue Zahl und hat natürlich auch Assoziativität, deswegen ist es eine Halbgruppe. Dann dasselbe bei Listen, die haben auch wieder eine Assoziativität und die Operation hier ist nur die Konkatenierung. Und dann habe ich noch die Overlay-Operation, die Bildern, die wir schon angeschaut, die hat auch die gleiche Form, die wir schon vorher betrachtet haben, dass das assoziativ ist und dementsprechend ist für Bilder auch das Überlagern auch eine assoziative Operation. Und es hat immer die gleiche Struktur und es gibt es relativ häufig, aber es ist auch eine relativ, sagen wir mal, einfache Struktur, die wir haben. Die gibt es recht oft, aber da kann man nicht irre viel daraus ableiten. Und Mathematiker bauen eher darauf auf und dann gibt es der nächste Schritt nach oben, wo man quasi mehr verlangt, ist dann, man braucht eine Identität. Das möchte ich gleich erklären. Das ist, wir haben jetzt hier wieder eine Menge, wir haben eine Binäroperation und in dieser Menge M muss es ein bestimmtes Element geben, das klar eindeutig bestimmt ist. Und das, er nennt das hier unten oder bottom, dieses Element, wir nennen es auch die Identität oder das Null-Element. Wir wissen auch wieder, dass es, weil es eine Halbgruppe ist, dass es die Assoziativität erfüllen muss. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Bedingung für das Bottom-Element, das er nennt, oder das Null-Element, dass wenn ich irgendein beliebiges Element mit dem Null-Element kombiniere, dann, oder ein neutrales Element, wie er es jetzt sagt, dann kommt wieder das A raus. Also wenn ich A kombiniere oder jedes beliebige Element aus der Menge kombiniere mit diesem Element,
dann kommt wieder dasselbe hinaus. Und wenn ihr jetzt noch mehr Algebra hört, zum Beispiel in der Uni, dann hört ihr noch viel mehr Strukturen mit deutlich mehr Strukturen. Also eine Halbgruppe mit einem Identitätselement ist ein Monoid. Eine Gruppe hat noch eine weitere, hat noch mehr Bedingungen, die man dafür braucht, zum Beispiel das Inverse. Dann gibt es, wenn ich noch eine weitere Operation hinzufüge, dann kriege ich noch einen Ring. Und wenn ich wiederum an die zweite Operation noch eine Bedingung habe, dann kriege ich einen Körper. Das ist, wenn man das jetzt aber, das ist alles sehr spannend und das kommt auch alles vor. Aber das Spannendste für uns ist erstmal Monoid und die Gruppe. Und jetzt haben wir schon einen Haufen halben Gruppen. Jetzt die Frage, haben wir schon viele Monoide gesehen? Ja, alle die Dinge, die wir angeschaut haben, sind nicht nur Halbgruppen, sondern auch Monoide. Also hier auch wieder die reellen Zahlen. Wenn ich 0 addiere mit Plus, dann komme ich wieder dieselbe Zahl. Wenn ich es mit 1 mal nehme, auch. Jetzt habe ich Liste mit einer leeren Liste. Konkateniere, kriege ich wieder dieselbe Liste, egal ob links oder rechts. Also auch wieder identisch. Klar, dass es ein neutrales Element ist. So, und jetzt haben wir noch 3 auf den Bildern operieren und bei allen 3 ist die ist das leere Bild das Element, das man machen kann. Also ich kann es neben das leere Bild stehen, dann ist klar, dass das überall auch wieder neutral ist. Und er möchte jetzt betonen, dass Monoide überall sind. Und jetzt ist die Frage, was ist in der realen Welt? Ja, wir bauen uns, klar, in der Realität wäre ich wohl eher einen Shopping-Cart bauen. Dein Account, manchmal vergesst ihr vielleicht in euren Account dich einzuloggen und dann füllt ihr trotzdem den Einkaufswagen. Und wenn ihr dann auf Checkout geht, um das zu kaufen, und dann fragen die euch normalerweise einzuloggen und dann gibt es einen Einkaufswagen online oder Einkaufswagen online, wo es das Eingeloggte ist und was das nicht eingeloggt ist, die dann verbunden werden muss. Und da muss man drüber nachdenken, auf welche Art und Weise das kombiniert werden soll. Und da gibt es viele weitere Beispiele. So Leute in funktionaler Programmierung kann man über finanzielle Verträge nachdenken. Und ich habe kürzlich mit einer Firma gesprochen, die mit Blumensträuße macht. Und da kann man auch und Monoiden sind überall um uns heraus. Und mein Freund Conal Elliot hat daraus ein allgemeines Designprinzip gemacht. Wenn immer ihr Software für einen bestimmten Bereich schreibt, dann solltet ihr über mathematische Algebra nachdenken. Guckt ihr es, weil es sehr oft ist bei binäre Optionen, guckt vor Assoziativität, guckt sucht nach Identitäten. Okay, Binary kann vielleicht nicht passieren, aber wenn ihr keine Assoziativität habt, guckt vielleicht, ob es möglich ist, weil es funktioniert oft. Und wenn ihr keine Identität habt, dann könnt ihr auch einfach welche finden, weil ihr könnt es oft später gebrauchen. Und es wird Tau-Check genannt. Und die tieferen Strukturen des und mit Mathe ist ja halt auch das, mit dem ihr die tieferen Strukturen des Universums beschreibt. Und manche Dinge sind keine Monoide. Zum Beispiel die Maximum-Operation, welche euch die größere von zwei Operationen gibt. Es gibt euch eine Halbgruppe, es ist assoziativ, aber es gibt keine Identität. Na, kann ich nicht vielleicht minus unendlich nehmen, aber das ist eigentlich keine richtige Zahl. Aber es gibt euch einen Tipp, wie ihr die Struktur vervollständigen könnt, wenn ihr wirklich ein Monoid braucht. Und jetzt möchte ich erstmal über etwas Generelles sprechen. Es geht nicht nur darum, Monoide zu entdecken in den Objekten um mich herum, aber ihr könnt die auch konstruieren, systematisch konstruieren. Und ihr könnt größere Auto aus kleineren Monoiden bilden. Das ist wahrscheinlich meine komplizierteste Folie. Wir gehen Zeile bei Zeile durch.
Stellt euch vor, ihr habt zwei Monoide. Das erste ist M1 genannt, das zweite M2. Und beides haben ihre Diamantenverbindungen, Operationsoperatoren. Das erste ist, wird Diamond 1, das zweite wird Diamant 2 genannt. Das erste nimmt zwei M1, gibt einen M2 raus. Das zweite nimmt einen M2, es gibt einen M2 raus. Und dann könnt ihr die beiden nehmen und einen größeren daraus bauen. Und da, indem ihr Paare von Elementen nehmen, was dieses Kreuz bedeutet, das kartesische Produkt, es nimmt aus zwei Mengen macht es die Menge der Paare von diesen beiden Mengen. Und um daraus ein Monoid zu machen, müssen wir eine binäre Operation definieren, die wir wieder Diamant nennen. Und da sehen wir haben ein Paar von M1 und M2 und noch ein Paar von M1 und M2 und dann kommt ein weiteres Paar von M1 und M2 raus. Und dann kombiniert ihr das erste Element mit dem ersten Diamantenoperator und kombiniert die zweiten Elemente mit dem zweiten Operator. Und damit bekommt ihr eine assoziative Operation und das gibt euch auch eine Identität mit dem Paar aus den vorherigen Identitäten aus M1 und M2. Und das funktioniert. Und manchmal habt ihr eine Halbgruppe rumliegen und ihr wollt gerne ein Monoid. Und ihr braucht ein Monoid. Und so kann man ein Monoid aus einer Halbgruppe bilden. Also wir haben eine Menge und eine binäre Operation namens Diamant und dann kreieren wir eine neue Menge. Und das machen wir, indem wir eine neue Menge künstlich konstruieren. Und dann definieren wir eine neue Operation. Und die definieren wir so, dass wenn wir das immer also Diamant mit dem unten, mit dem unten gibt halt immer wieder das andere raus. Und wenn wir einfach dieses Unten-Zeichen haben und die aufrufen, dann nehmen wir einfach die vorherige Operation und dann haben wir ein Monoid und vielleicht habt ihr das auch in der Programmierung schon gesehen. Und in Java ist das zum Beispiel optional genannt und das ist genau das. Und wenn ihr das so definiert, dann können die mathematischen Gleichungen einen Leitfaden geben dafür, wie die APIs sich verhalten sollten. Und wenn ihr immer noch ein bisschen Geduld überhaupt, hier ist ein anderes Konzept, das ist ein bisschen abstrakter. Es ist Homomorphismus genannt, was nützlich ist, um über APIs zu nutzen. APIs, welche sie Monoide miteinander verbinden. Die erste Gleichung sagt, wenn ihr eine Überlagerung von zwei Bildern nimmt und das dann dreht, dann ist das Gleiche, als wenn ihr ein Bild nimmt, dreht es, das andere Bild nimmt, es dreht es und dann die aufeinander legt. Und das heißt, die Rotation ist ein Homomorphismus, die kann da also einfach so da in die Overlay-Operation reinrutschen. Oder ihr könnt das auch über Kommutationen beschreiben. Das kann, die können vertauscht werden. Auf der linken Seite ist das Rotate auf der Außenseite und das Rotate auf der Innenseite und auf der anderen Seite ist es andersrum. In der nächsten Gleichung habt ihr Flip Vertical. Und die Idee ist, dass ihr das eine und das andere und dann macht ihr das Beside und das nebeneinander setzen, aber es könnte von der Ausrichtung der Bilder abhängen. Und je nachdem, ob ihr es an der Oberkante ausrichtet oder woanders. Aber es sollte ja so designt werden, dass das so funktioniert. Und die untere Gleichung funktioniert halt nicht, wenn das nicht gilt. Und wenn ihr noch 5 Minuten nach dem Talk habt oder jetzt, ihr könnt einfach vielleicht über eine Gleichung nachdenken, die dann aber trotzdem bestehen bleibt. Und das ist halt nützlich zum APIs zu designen. Hier ist noch eine nützliche
Für Bilder, da haben wir einen, den visuellen Aspekt. Wir nehmen die wahr, indem wir die wahrnehmen. Und die Farben können wir, die wir sehen, können wir unterschiedlich in unterschiedlichen Typen repräsentieren. Und dann haben wir unterschiedliche. Und wir können ein Bild von Boole werten, so dann kriegen wir ein Schwarz-Weiß, wenn die Pixels nur an und aus sind. Und wenn wir einfach reelle Zahlen haben, dann können wir vielleicht Graustufen, Schraufstufenbild haben. Oder man kann auch RGB-Werte oder auch einen Alpha-Kanal reinmachen für arbiträre Farben. Und wenn ihr diese Typen habt, dann könnt ihr diese Strukturen erhöhen. Wir gucken uns jetzt die Details nicht zu genau an, aber wir kriegen dann eine Struktur namens Functor. Und Functor kommt von einem bestimmten sehr abstrakten Teil der Algebra namens Kategorietheorie. Und selbst Mathematiker nennen das manchmal abstrakten Quatsch. Und trotzdem ist es sehr nützlich. Und wir kriegen dadurch sehr viel Einsicht in die Struktur. Und dadurch kann man Diagramme machen, die schön werden können. Und hier sieht man das Monoid. Ihr müsst das Diagramm nicht verstehen, aber vielleicht, aber nachdem ihr euch länger mit Monoide beschäftigt habt, dann habt ihr Spaß an Kategorietheorie und da kriegt ihr kompliziertere Diagramme, die abstrakter werden. Und dann sehen wir einen Functor und da gibt es auch etwas, was sich ein Monad nennt und die sind praktisch. Und die sind praktisch für höhere Ordnungen und von Abstraktionen zu kreieren. Aber nicht für diesen Vortrag, ist für was anderes. Aber ich hoffe, dass ihr versteht, dass Mathematik nützlich ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das nicht einfach, sondern schwierig ist, aber es kann sein, dass es vielleicht ist es schwer für euch alles zu verstehen. Aber es ist nicht, weil es kompliziert ist. Aber da sind nicht viele Dinge, die sich bewegen oder sowas. Aber es ist halt sehr abstrakt und das menschliche Gehirn braucht Zeit dafür und findet es schwierig, mit Abstrakten umzugehen. Und wenn ihr das interessiert findet, dann solltet ihr eurem Gehirn vielleicht ein bisschen Zeit geben, um euch dran zu gewöhnen und vielleicht guckt euch das ein paar Wochen nochmal an und ob ihr Monoide findet oder Assoziativität und so Stück bei Stück, sowas wird immer mehr, ihr gewöhnt euch dran und es wird immer einfacher. Und wenn das passiert, und dann ist es wirklich befriedigend. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann sind hier die ihr runterladen könnt. Und dann könnt ihr die Paper finden. Und das erste ist von Brent Jorge. Das nimmt Monoide und macht daraus eine Bild-Library. Und dann gibt es noch ein Buch von Sandy McGuire, Algebra-Driven Design, wo die Idee an verschiedene praktische Dinge genutzt wird. Cornel Ellion hat einen sehr grundlegenden Vortrag, es ist ein Video, Denotational Design. Ich würde euch empfehlen, das aufs Video anzugucken, das Paper zu lesen. Und das klassische Paper davon ist von Peter Henderson namens Functional Geometry und ich hoffe, ihr habt genauso Spaß daran wie ich und ich hoffe, ihr habt Spaß am Kongress und ich hoffe, ich kann euch noch sehen und habt eine schöne Zeit. Tschüss. So, thank you for this interesting talk, Michael. Danke für diesen interessanten Talk, Michael. Und es gibt ein paar Fragen vom Und für die, die noch keine Fragen gestellt haben, ihr könnt den Hashtag AC3CWTV über Mastodon, Twitter oder im IRC-Channel könnt ihr dann Fragen stellen. Und die erste Frage ist vielleicht ein bisschen seltsam. Du hast das Konzept von Homomorphismen erwähnt.
Ich habe mich gewundert, ob es auch andersrum geht. Könnt ihr die Mathematik nutzen, um APIs zu visualisieren? Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich mal kurz nachdenken. Also mit einem Monoiden. Also die Antwort ist natürlich ja, mal vorab. Aber der beste Weg, über einen Monoiden nachzudenken, ist es nicht einfach eine abstrakte Sache, sondern jeder Wert in einem Monoiden kann man aufbauen mit Hilfe der Operation, die zur Teil des Monoiden ist. Aber man kann auch den Monoiden nicht einfach als Abstraktion darstellen, sondern man kann auch eine freie Struktur darüber bauen. Das ist baumartig und das kann man sich ganz gut vorstellen und das ist die eine Hälfte der Antwort. Aber auf der letzten Folie habe ich ja eine Referenz bei Ben Royer, glaube ich, der zeigt, wie man das macht. Die andere Hälfte der Antwort ist, ich habe mal in einem Industrieprojekt gearbeitet. Da wollten sie, also sie hatten ein kompliziertes Datenflussproblem und eine Bedingung oder ein Requirement des Kunden war, dass sie eine Konfiguration erstellen wollte für Scheduling, also für Ablaufprobleme in der Industrie. Und wir wollen am Ende des Tages einen Haufen Boxen haben, die wir visuell anordnen können, um besser den Prozess darzustellen. Und wir haben dann rumgeschaut. Wir haben dann in der Kategorientheorie etwas gefunden. Da gibt es ein Konzept, das sehr gut gepasst hat. Und wir haben es gefunden, indem wir die Kundenanforderungen genommen haben und in die Mathematik übersetzt haben und dann eine sehr schöne, sehr passende, elegante Lösung dafür zu finden. Mathematik ist sehr präzise an der Stelle. Und ich würde argumentieren, dass es tatsächlich sehr sinnvoll ist, das so zu machen und dass es hilft. Also können wir auf diese Neuromantiken uns darauf freuen. Eine andere Frage von könntet ihr vielleicht noch ein Proposal nächstes Jahr einreichen, für mehr in die Tiefe zu gehen? Very happy to. Ja, klar. Also ich denke drüber nach. Also ich habe euch gewarnt, aber ja, klar. Ja, und also needs to be accepted the content thing, obviously. Another question, that is eine andere Frage. And that is about formal verification. Etwas, worüber du nicht sprechen wolltest, formale Verifikation von Algorithmen. Für die Zuschauer ist es vielleicht interessant. Was würdest du Leuten empfehlen, die keinen großen formellen Hintergrund in Mathematik haben? Wo sollte man anfangen, um darüber was zu lernen? Ja, gute Frage. Also ein Startpunkt, wo ein anderer Vortrag am Anfang des Kongresses geredet hat, war, also es gibt zum Beispiel eine ganze Familie von Programmiersprachen, die auf starken Typen aufsetzen, sogenannte abhängige Typen oder Dependent Types. Und in der alten Zeit haben wir einfach eine mathematische Eigenschaft von unserem Programm aufgeschrieben, das es hat. Und wenn wir gut waren, dann haben wir sogar einen Beweishelfer oder Beweisassistenten benutzt. Es war ein ziemlich aufwendiger und lästiger Prozess, aber mit diesen neuen Familie von Sprachen, die sowas wie Coq oder so, den kannst du einen Typ geben und du kannst einen Knopf drücken. Also eigentlich ist es komplizierter, aber in der IDE gibt es Programme dafür und es generiert ein Programm, das diesen Typ hat. Und dieses Programm, das wird garantiert, dass es korrekt ist. Das ist quasi der Beweis, dass es so ist. Und das nimmt einem viel von diesem Problem ab bei relativ einfachen Problemen. Es funktioniert also bei einfacheren Problemen kann man das anwenden. Man kann es auch benutzen, um kompliziertere zusammenzusetzen, dass man daraus komplizierte und Programme baut, aber ich soll nicht der Eindruck
entstehen, dass man da einfach nur mit so Kinderspielzeug spielt, sondern das kann schon funktionieren. Also ich schlage vor, dass ihr euch Idris anschaut. Das ist eine von diesen beweislastigen Sprachen. So, schon mal bei so einem Congress Talk gewesen sein, hier noch eine Folgefrage. Sind Nü-Typ-Möglichkeiten wie bei Rust? Gibt es da die auch die Möglichkeiten wie bei Redis und anderen Möglichkeiten oder ist das nicht gut genug? Also ich bin jetzt kein Experte für Rust. Ich habe keine Idee-Unterstützung dafür gefunden, die mir sinnvoll erscheint für das, was wir brauchen. Also Rust gibt einem ein Typsystem, das hat sehr ausdrucksstarke Möglichkeiten, die einem auch Speichersicherheit gibt und so. Das heißt, wenn man ein typsicheres Programm schreibt, dann sollte es auch speichersicher sein. Und erzeugt keine Speicherschutzverletzungen, aber im Allgemeinen habe ich nicht diese große Ausdrucksfähigkeit, die ich von vielen anderen Sprachen kennengelernt habe. Aber ich bin relativ sicher, dass es nicht so praktikabel und nicht so einfach ist, wie wir das gewohnt sind von anderen Sprachen. Ja, es ist eh auch was, wo du gesagt hast, dass du nicht drüber reden wolltest. So. Ja. Eine andere Frage. Wirst du in der 2D-Welt, sodass wir direkt mit dir sprechen können? Ja, klar. Können wir gleich nach dem Talk machen. Ich, also vielleicht erst noch ein bisschen was essen, aber... Wo wirst du sein? Und mein Twitter-Handle steht hier auch... Es gibt dieses AC3-Welt in dieser, wo man mit den Avataren rumlaufen kann. Warst du da noch nicht? Ich wollte nur sagen, dass mein Avatar da drin hat den gleichen Namen wie mein Twitter-Handle. Es heißt Spurpsen. Sorry. Ja, ich bin da. Und ich denke... Oh, there's another question. Das ist noch eine andere Frage. Könnte eine Turing-Maschine mit der Mathematik von 2000 Jahren haben? Könnte sowas wie eine Turing-Maschine mit der Mathematik von vor 2000 Jahren konstruiert werden? Das ist vielleicht ein bisschen spekulativ. Also ehrlich gesagt sehe ich nichts, was da fehlen würde. Das müsste schon gehen. Nee, ich sehe nicht, warum nicht. Also, das schon passen. Ich bin jetzt nicht ganz 100% sicher, was vor 1000 Jahren genau der Stand der Mathematik war, aber also die meisten Logik- und Algebra-Sachen sind ein paar hundert Jahre alt nur, aber... Es wäre jetzt nicht mein präferierter Weg, um über Mathematik und Hacken zu reden, aber ja, warum nicht? Nutzt du Haskell in der Lehre? Ja, das ist eine super Frage, weil ich mache nachher einen Workshop dazu. Und ich möchte aber sagen, ich halte es für eine schreckliche Idee. Also das ist echt nicht gut. Es ist ja offensichtlich, dass ich ein großer Fan von funktionalen Sprachen und dass ich benutze Haskell auch in der Arbeit und ich viel in der Vergangenheit und ich programmiere damit viel. Aber wenn man wirklich jemand eine effektiven Einblick geben will in Einführung in die Programmierung, dann sollte man eine spezielle dafür gemachte Programmiersprache benutzen und nicht Haskell. Vielen Dank. Und das beendet diese Session. Danke fürs Hiersein.